Passiere meinte das Nebeneinander von Alten und Neuen, was für den Besucher den Eindruck von Unsortiertheit hinterlässt. Was hier zugedeckt ist, ist jetzt die ganze Geschichte mit dem Pflaster, aber Sie sehen das durchgängig. Im ganzen Bereich sind die grünen Schieferplatten rausgenommen, ist dieses grüne Pflaster reingekommen. Sehen Sie einfach mal, wenn Sie unter den Arkadengang lang gehen, haben Sie festgestellt, dass die Platten klappern. Wenn Sie ein bisschen gucken, sehen Sie, dass die nicht mehr einheitlich sind, sondern überall Stolperfallen sind, etc. Für den Kalkeller gibt es verschiedene Überlegungen, die zum Teil abhängig sind von der Westtangente. Die Westtangente wäre ja auch eine schöne Sache für den Hessentag gewesen. Allerdings ist nach meinem Kenntnisstand der Planungsvorlauf für die Westtangente alleine 3 Jahre. Und dann sind wir schon nach dem Hessentag. Wir fahren 42.000 Autos. Eine Überlegung war beispielsweise, und ich empfinde das immer als besonders gefährlich, wenn ich das sehe, da kommen die Eltern mit ihren Kindern und wollen ins Freibad. Und dann fahren die auf die andere Seite und parken da. Und dann laufen die Kinder über die Straße. Die Frage, ob man den Parkverkehr, den ruhenden Verkehr von der anderen Straßenseite auf die riesige Straßenseite nimmt und damit auch eine gewisse Abschutzsituation hat, die Hier sind wir aus meiner Sicht nochmal an einer neuralgischen Stelle. Wenn Sie sich diese Wand mal anschauen, dann haben sich die Graffiti-Künstler die erobert. Ja, ich habe, manche Leute von Ihnen kennen mich, versuche immer verschiedene Dinge zusammenzubinden. Wir haben beim Optikparcours das Problem, dass wir im Karl-Kellner-Ring zu wenig Installationen haben. Und dann habe ich folgenden Vorschlag gemacht, um aus der Not eine Tugend zu machen. Ich habe Sie eben versehentlich ins Dunkelkaufhaus geführt. Da haben Sie auf der Wand gesehen, die Wiener Kaffeehausfliesen. Die sind ganz normale Fliesen, total symmetrisch, aber wenn Sie schon Meter davor stehen, meinen Sie, dass die alle schief und krumm sind. Also eine optische Täuschung. Eine Geschichte, wo ich sage, das kostet nicht viel Geld. Da setzt man sich an die Spitze der Bewegung und Sie wissen selbst, Graffiti-Künstler übersprühen sich nicht, sodass man auch die Gewährleistung dafür hat, dass diese Stelle, die immerhin von, wenn man aus der Richtung aus meinem Rücken kommt, ja von allen sehr beachtet wird, ohne großen Aufwand im Griff hat. Das, wenn man in die Richtung guckt. Wenn man in die andere Richtung guckt, dann wird es jetzt wirklich spannend. Weil da ist der Eingang zur Langgasse, Langgässer Tor. Ein Wort muss ich sagen zum Optikparcours an dieser Stelle. Sie sehen die Sitzgruppe. Der Optikparcours, dem fehlen eigentlich noch 2 wichtige Installationen, die auch sehr prägend sind. Das ist nämlich einmal das begehbare Auge und einmal die begehbare Kamera. Also die Kamera steht ja nun für Wetzlar wie für nichts, gell? Und Optikparcours ohne Kamera, da lässt einem das Herz bluten. Deshalb versuchen wir, ich habe jetzt schon die Gespräche aufgenommen an der Konzeption, auch wenn wir noch keinen Sponsor haben, zu arbeiten, sodass wir mit der Idee, die dann dahinter steht, auch Sponsoren gewinnen können. Dafür, dass die Informationshinweisschilder besonders ungeordnet sind und dass alles ein bisschen drunter und drüber geht. Ja? Da gibt es aus meiner Sicht eigentlich auch nur, dass man tatsächlich mit sehr offenen Augen durchgehen muss und mal gucken, was geht, was geht nicht. Aber da wird man auch etwas massiver ran müssen als in anderen Bereichen. Also schauen, hören Sie mal aufs Pflaster, wenn ein Auto kommt, schauen Sie sich diese Regen an. Auch hier vorne in dem vorderen Bereich wieder dieses Kulturprojekt mit dem grünen Gussasphalt. Man muss auch mit dem einen oder anderen Hauseigentümer reden, da ist nicht immer viel zu machen. Etwas auf dem Herzen, und zwar ist das also, dass ab hier der Karl-Kellner-Ring wieder 4-spurig weitergeführt wird. Wir haben eine Planung seit mindestens 25 Jahren, dass der Karl-Kellner-Ring von der Kreuzung, also Hospitalkirche Neustadt, aus einspurig hier geführt wird und in der rückwärtigen Seite bei der Seibertstraße eben in die andere Richtung.
warum das, was ich meine, mit relativ geringen Kosten zu machen wäre, nicht längst geschehen ist, verstehe ich nicht. Und zwar hat das also nicht nur Auswirkungen auf den Kalkellnerring, sondern auch auf die Langgasse wieder. Wir haben nämlich da hier in dem Bereich doch erhebliche auch Parkprobleme. Wir haben zwar hier das Parkhaus Woolworths, aber wir haben auch entlang hier des Karl-Kellner-Rings bis zur Bahnhofstraße links die Parkbuchten. Und genau dasselbe könnte man fortführend machen in dem Bereich, also bis zur Neustadtkreuzung. Das würde auch zur Belebung und zur Förderung der Langgasse dienen. Und dann also ganz wichtig wäre auch diese Planung, die existiert 20, 30 Jahre lang, die Westtangente. Warum die immer so vernachlässigt wird und nicht weiter betrieben wird, zumindest meines Erachtens nicht mit der gebührenden Energie, das verstehe ich nicht. Der Karl-Kellner-Ring hier teilt die Stadt. Das ist also wie ein Stück Fluss oder so etwas, wo man von der einen auf die andere Seite nur schwer rüberkommt. Wenn man diesen ganzen Verkehr über die Westtangente, der eigentlich nur durch die Stadt durchführt und die Stadt belästigt, wenn man den auf die Westtangente abführen könnte und alles, was also aus Richtung Dilltal in Richtung Lahntal abwärts führt, über die Westtangente abfließen lassen könnte, das wäre ungeheuer wichtig. Aber das ist also von Seiten der Stadt also immer wieder als Zukunftsprojekt betrachtet worden. Aber man hat nie den Mut gehabt, da wirklich mal dran zu gehen. Wir sind auch Anlieger. Gegenüber direkt gibt es einen Pylon, einen Würfel. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht bis zum Hessentag das hinkriegen würden, dass dieser Pylon auch gestaltet wird. Mich würde interessieren, wer ist dafür zuständig? Ist das die Stadt? Wer ist der Eigentümer? Und wer könnte das machen?